warte mal. Doch, klar. Ach. Aber dann können wir ihn nicht mitnehmen. Brauchen wir ihn? Einige Türen werden sie schließen, außer wir halten sie offen. Aber dann können wir es nicht mitnehmen. Komm her. Verdammt. Die Frage ist jetzt natürlich, brauchen wir es? Wahrscheinlich schon. Ach, wir können den hier mitnehmen. Sehr gut, sehr gut. Und die hier macht die auf. Ja. Und hier haben wir schon wieder einen neuen. Können wir den als Stufe benutzen? Cool. Ich liebe dieses Spiel. Es ist schwerer, voranzukommen, wenn du etwas hinter dir lässt. Wie zum Beispiel die Hose. Dann. Was? Warte, ich muss das Prinzip verstehen. Also, der ist offen. Okay, wenn man reintut, dann geht der auf und der schließt sich. Können wir von dieser Seite darauf zugreifen? Nein. Okay. So kommen wir aber auch nicht rein. Da kommen wir echt nicht rein? Mist. Wir bräuchten jetzt einen zweiten. Können wir den mitnehmen? Können wir hier hochspringen? Nein. Ach, stimmt, und dann kommen wir auch gar nicht mehr durch. Kompliziert. Jetzt kommen wir hier auch gar nicht mehr durch. Mist. Was natürlich, wir nehmen den wieder. Und platzieren ihn uns als Treppenstück. Der ist auch hinter so einer Scheibe. Na, ob das jetzt so eine... Nein, das war anscheinend keine so gute Idee. Scheiße. Jetzt kommen wir da gar nicht mehr ran. Ja. Das war keine gute Idee. Ich hoffe, ich habe jetzt das Spiel nicht kaputt gemacht dadurch. Nee, da kommen wir jetzt definitiv nicht mehr ran. Tja. wir drücken mal Escape. 21. Some events happen wherever we want them or not. Wie ein Geburtstag. Die passieren auch. Außer man stirbt vorher. Selbst dann hat man noch einen Geburtstag. Da haben wir den lustigen Bären. Und ich glaube, es ist gut, immer wieder von hier anzufangen. Haben wir ja diese Waffe slash Gegenstand slash Gadget. Warte mal, wir haben ja vorhin gelernt, dass man mit diesen Dingen interagieren kann. Schau dir das an. Lol. Ich wusste es. Oh, hätte ich nur vorher das... Mach auf. Ja. Hat zwar nur eine Stunde gedauert, aber es hat funktioniert. Geduld hat seine eigenen Ergebnisse. Oh mein Gott, Freunde. Das hier sieht mir sehr komplex aus.
Aber wir probieren einfach mal unser Glück. Was müssen wir überhaupt erreichen? Was ist hier? Wir wollen da durch. Also. Da gibt es einen Fortschrittsbalken. Ach, wir müssen jedes. Jetzt ist offen. Problem. Ah, wir brauchen noch einen Quader, eine blaue. Einen blauen Quader. Um dort durchzukommen. Denn wenn wir jetzt wieder gehen, schließt es sich. Das bedeutet, wir müssen irgendwo einen mitnehmen und dann hier verwenden. Ist ein Gang. Da muss man irgendwie langkommen. Die Frage ist nur wie. Und viel Zeit bleibt uns auch nicht, denn wir haben nur noch 53 Minuten. Aber wir haben ja mittlerweile schon einige Bilder. Also, bevor wir noch mehr Zeit verschwenden. Möchte ich mich. Jetzt ist es schon wieder zu. Und wir haben nicht viel Zeit. Aber wir brauchen es jetzt auch gar nicht. Möchte ich mich für diese Aufnahmesession von euch verabschieden. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Bis dann. Ciao. Moin Leute, heute möchte ich wieder ein bisschen Antichamber aufnehmen. In der letzten Folge haben wir noch herausgefunden, dass wir an einer Stelle so nicht weiterkommen. Die Zeit läuft auch ab. Und wir haben ja gemerkt, vielleicht haben wir das Spiel irgendwie kaputt gemacht, indem wir den Würfel da reingeworfen haben. Aber ich hoffe mal, dass das jetzt nicht so gravierend war und dass der Entwickler nicht irgendwas einprogrammiert hat, dass wir nicht weiterkommen. So, hier waren wir ja schon überall und jetzt würde ich da gerne mal nochmal rüberkommen. Fly. Ah, wollte ja nicht fliegen. Warte mal. Halt. So, hier waren wir auch schon. Hier war doch die Stelle, wo man hochhüpfen kann. Ne? Ja. Und unten rein kann man hier ja genauso. So, jetzt sind wir hier wieder in. Nee. Ach. Hoch, was ist das? Stopp. Jetzt hat es uns weggeschoben. Jetzt haben wir aber einen. Jetzt gehen wir mal direkt an den Start. Hä? Jetzt haben wir ihn nicht mehr dabei. Ich dachte, wir können ihn mitnehmen. Verdammt. Ich dachte, wir hätten ihn jetzt. Fly. Man kann nicht fliegen. Kommen wir auch noch nicht hoch? Oha. Wie viele können wir denn hier einsammeln? Alle? Wir brauchen nur so viele wegmachen, dass wir durchkommen. Wahrscheinlich geht das gar nicht. Aber guck mal, wie viele jetzt. Das Ding ist ja voll. Macht auf, mach auf, mach auf. Können wir hier gar nicht durch? Müssen wir vielleicht System irgendwie blockieren? Nee. Okay. Interessant. Aber was können wir jetzt hier machen, wenn wir nicht durchkommen? Wir können jetzt 1 Million
Quadrate mitnehmen, aber kommen hier nicht durch. Jetzt haben wir sehr viele. Vielleicht hilft uns das in irgendeiner Weise. Gehen wir mal hier runter. Ich wusste, ob es schlecht. Was können wir hier tun? Wir könnten uns hier... Was? Wieso haben wir keine... Ach! Die hier löschen unsere... Ach so... Okay. Da hinten ist noch eine... Pistole, Maschinengewehr, keine Ahnung, irgendwas. Wie auch immer man das nennen will. Sobald wir das hier wegmachen, will uns das zerdrücken, aber wir können das auch schieben. Ich habe gerade gesehen, dass das hier runter geht. Das heißt, wenn wir rechtzeitig zurückkommen, können wir dort hochgehen. Oder auch nicht. Es geht ja extrem schnell. Warte mal, vielleicht werden wir es irgendwo in was zum... Wieso wird es schon wieder so dunkel? Ach, da ist schon wieder so ein komischer... Was ist das denn? Und da ist noch eine. Aha. Ist das... Nee, das ist blöd platziert. Mal hier. Und wenn wir es jetzt aus der Entfernung... Es ist... Doch. Geht. Wo sind wir? Um ein... Problem zu bewältigen, musst du einfach durchpushen. Push it to the limit. Können wir hier noch höher? Na, so nicht. Theoretisch könnten wir hier noch höher, aber das hier reicht noch nicht. Schauen mal weiter. Was ist das denn? Ich mag die Farbgebung hier. Nee, vielleicht sollten wir da nicht runtergehen. Wenn das hier noch was Special-artiges ist. Na? Was ist das? Ein Pfeil nach da. Ja, das, da wäre ich jetzt auch drauf gekommen. Die Frage ist nur, wie kommen wir da hoch? Lässt sich das hier irgendwie wieder... Oder können wir irgendwo durch? Jo. Ich muss da anscheinend hoch, aber da müssen wir wohl zuerst nach unten. Okay, hier bräuchten wir wieder zwei, um etwas zu aktivieren. Um dorthin zu kommen, wo wir hinwollen, müssen wir durch manche Löcher springen. Was ändert das jetzt? Ja, hier hoch, genau. Oh. Ach so. Okay, dann nehmen wir es mal mit. Wir steigen hier aus. Perfekt. Das hatten wir doch schon. Es kann uns zu neuen Höhen führen. Das ist natürlich... Gut, die Frage ist nur, können wir das hier pushen? Ja. Kommen wir hier hoch? Na? Nee. Okay, dann pushen wir das mal. To the limit. Jetzt sieht das genauso aus wie vorhin. Aber es hat sich nichts, da hängt was. Hallo? Jetzt kann ich nicht damit interagieren.